Jo, schon mal was von Sicherheitsabstand gehört? Wir haben es jetzt 17.08 Uhr, sind ungefähr 17.30 Uhr müssten wir ungefähr denn da sein. Machen wir eben ein paar schöne Shots und dann geht es auch schon nach Hause. Umso mehr Abstand ich brauche, desto weniger Arbeit habe ich mit dem Kennzeichen. Und wenn wir jetzt hier so rumfahren, ist es halt immer so, dass er immer vorfährt, weil er immer weiß, wohin, ich nicht. Und ja, dann halte ich doch lieber ein bisschen mehr Abstand. Angekommen, wir haben hier ein paar schicke Fotos gemacht. Seht ihr denn auf Instagram? Wahrscheinlich sind die Fotos früher oben als, als das Video. Aber wer weiß, mal gucken. Sind ein paar coole Fotos geworden und wir sind jetzt erstmal auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise fahren noch eben schnell zu Meckes ran, was essen. Ich habe einen Kohldampf auf Du mal da. Ich habe richtig Knast im Paddy. Und vor allen Dingen Durst. Ich habe heute nur gefrühstückt. Und ja. Vom Meckes geht es dann auch ab nach Hause. Los mit dem! Er fährt voll dicht auf! Wer denn? Der hinter uns, der! Ja, ja, ich hab das auch schon.
Ja. Da vorne fahren wir rechts rein. Ja. Wo da vorne? Da wo jetzt der Bus ist, der Doppeldecker ungefähr auf der Höhe. Da hinter der Tankstelle. Jo, schon mal was von Sicherheitsabstand gehört? Ja. Da sollte der Führerschein entzogen werden, ohne Witz. Ist ja nicht nur bei uns so dicht aufgefahren und vor allen Dingen mit Absicht so dicht aufgefahren die ganze Zeit. Die ist ja auch anderen Autofahren auch davor schon so dicht aufgefahren. Na gut, hier ist 30er-Zone und er prescht hier halt mit 60 lang. Muss er für sich wissen, überholen. Ja, war okay, aber finde ich, dass man hier in der 30er-Zone mit 60 überholen muss oder 50, was er gefahren ist. Also, weiß nicht, gerade zu Idioten unterwegs. Wir sind jetzt bei McDonald's angekommen. Wir wenden jetzt hier eben noch schnell. Dann werden wir uns eben einen schnellen Happen gönnen. Ein Schlückchen trinken und dann geht es aber auch schon ab nach Hause. Also ich bin jetzt auch echt K.O. und er auch. So, auf geht's nach Hause, wir haben gegessen. Ich bin ja eher das Gegenteil von Kulebu. Kulebu fährt ja immer auf höchster Sparflamme. Ich mag das zum Beispiel überhaupt gar nicht, wenn mein Tank leer ist. Also ich fahre eigentlich immer irgendwie, dass ich ein... Ich fahre immer irgendwie, dass ich einen vollen Tank habe. Also eigentlich komplett das Gegenteil von Kulebu.
Also, Heide Jalla, haut da rein, lasst mir ein Däumchen da, wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut da rein!